Der TV Eutin spielte am ersten Spieltag der Rückrunde gegen den TSV Brunsbrock. Trainer Potrikus gab die Devise an, alle für einen, einer für alle, denn sie mussten wieder ohne ihren Spielmacher Frank Wiesemüller auskommen. In der ersten Halbzeit konnte der TV Eutin durch ein Eigentor von Brunsbrock mit 1:0 in Führung gehen. Aber zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde Brunsbrock stärker und glichen auch zum 1:1 aus. Die Eutener steckten nicht auf, denn die Devise vom Trainer galt natürlich noch. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Aber der Gastgeber hatte heute das Glück auf seiner Seite und kam in der 84. Minute durch Roger Niesmann zum 2:1 Siegtreffer. Somit konnte Eutin seinen zweiten Tabellenplatz verteidigen. Der Trainer schilderte das Spiel so. Ja, man kann sagen, teilweise, wenn man merkt, doch eben das Fehlen von Wiesemüller. Man muss aber der Mannschaft ein Lob zollen, dass sie, wenn auch vielleicht spielerische Mängel heute teilweise zutage getreten werden, aber eben vom Kampf, vom Biss bis zur letzten Minute und wie man so schön sagt, das schier unmögliche noch möglich gemacht hatte. Nicht? Letzten Endes könnte man vielleicht sagen, unentschieden wäre gerecht für einen neutralen Beobachter, aber ein Quäntchen Glück gehört auch dazu und das hatten wir heute auf unserer Seite.